Vielleicht könnte man sagen, heute beginnt bereits das Jahr 2024, denn heute liegen jetzt Themen, neue Themen auf dem Tisch, die uns wahrscheinlich im Jahr 2024 beschäftigen werden. Erstens die Causa Donald Trump, der jetzt von dem obersten Gerichtshof in Colorado von den Vorwahlen erstmal ausgeschlossen wurde. Dagegen kann er Berufung einlegen etc. Aber das heizt die Stimmung auf. Da beginnt jetzt im Grunde schon die heiße Phase des Wahlkampfs 2024. Erstens und zweitens dürften wir eine Ausweitung in 2024 des Gaza-Israel-Krieges sehen, gewissermaßen eine Metastasierung dieses Konfliktpotenzial auf andere Länder, und das sehen wir jetzt aktuell in Aussagen der Amerikaner, die sagen, wir überlegen, ob wir militärische Schläge gegen die Houthis im Jemen machen werden. Und gleichzeitig die Houthis als terroristische Gruppierung einstufen werden. Und mich wundert das ein bisschen, dass das so lange gedauert hat, denn diese Houthis sind ja nicht nur vom Iran finanziert, sondern sie sorgen derzeit dafür, dass faktisch das Rote Meer unpassierbar geworden ist. Hier rechts sehen wir mal einige rote Punkte, wo es Attacken auf Schiffe gab, hier im Roten Meer, die in Richtung Suezkanal unterwegs waren. Und wir dürfen nicht vergessen, 30% aller weltweit transportierten Container laufen durch den Suezkanal. Das ist die Top-Route zwischen Asien und Europa, also extrem wichtig. Und hier unten sehen wir mal, dass gerade seit hier die Sanktionen gegen Russland jetzt erhoben wurden, seit Beginn des Überfalls oder seit Beginn des Ukraine-Krieges, hat sich der Transport von Öl auf dem Roten Meer fast verdreifacht, weil einfach Alternativrouten jetzt angesteuert werden mussten, weil sich die Handelswege dadurch verändert hatten. Das heißt, wir haben es hier mit einer strategisch so extrem wichtigen Situation für den Westen zu tun. Jetzt hat man ja dann gesagt, okay, wir könnten dann so eine Art Militärschutzkonvois bereitstellen, aber das wird nicht reichen. Nicht nur wird ja die Strecke viel länger, die hier zu fahren ist, das heißt, der Verbrauch steigt auf der einen Seite von Diesel, Schwerdiesel, was diese Schiffe ja meistens noch als Treibstoff haben. Erstens, zweitens, wenn die Schiffe länger brauchen, hast du latent einen Transportmangel, hast du einen Mangel an Transportmitteln, weil das einzelne Schiff deutlich länger unterwegs ist, die Handelsroute so nicht angefahren werden kann, etc. etc. Und das bedeutet, würdest du zum Beispiel, wie hier jetzt ja sich, oder wie man ja beschlossen hat seitens des Westens, würdest du jetzt ein Militärkonvoi jedem Schiff beiseite stellen? Das sind ja immense Kosten. Erstens dauert es, bis das überhaupt möglich ist. Zweitens immense Kosten, immenser Aufwand. Das ist im Grunde nicht darstellbar, und was passieren wird, ist dann eben ein deutlicher Wiederanstieg der Inflation, denn die Reeder, die Beteiligten werden diese Kosten natürlich weitergeben, die werden darauf nicht sitzen bleiben wollen, und so halte ich es für sehr wahrscheinlich, dass dieser Militärschlag bald kommen wird, solange die Houthis sagen, wir machen hier weiter, und die Houthis sagen, jedes Land, das gegen sie handelt, wird im Roten Meer getroffen werden. Also das ist sozusagen das, was jetzt wahrscheinlich bevorsteht, und der Iran ist damit drin, denn das sind die Sponsoren der Houthis. Das heißt, wir haben dann wieder eine Verschärfung dieser Situation USA-Iran. Das ist ja sozusagen ohnehin eine tickende Zeitbombe. Und vielleicht könnte Joe Biden diese ganze Geschichte auch gar nicht so schlecht gebrauchen, nämlich militärische Stärke zu zeigen, Leute, wir sind nach wie vor der Boss in der Welt. Die Umfragewerte für Biden sind ja total im Keller. Gerne passiert dann auch mal ein Krieg oder eine militärische Auseinandersetzung. Warum sind sie im Keller? Erstens Open Border, das ist der Vorwurf vieler Amerikaner an Joe Biden. Du schützt die Grenzen nicht, wahnsinnig viele Immigranten kommen. Soaring Inflation, die Inflation, die ja, obwohl die Inflationsrate jetzt nicht mehr so hoch ist, ja nicht weg ist. Vielmehr sind die schon massiv gestiegenen Preise, steigen halt nur langsamer. Aber man hat natürlich enorme Probleme, oder viele amerikanische Konsumenten haben enorme Probleme. Und dann die Energiepolitik, die viele Amerikaner als komplett sinnlos empfinden. Man versucht letztendlich die Fracking-Industrie irgendwie zu schwächen und so weiter und so fort. Das macht alles nicht so richtig Sinn aus Sicht vieler. Hier sehen wir nochmal
das militärische Potenzial der Amerikaner in etwa so viel wie die anderen 10 größeren Militärmächte dieser Welt zusammen. Das muss man sich mal vorstellen. Also schon eine riesige Armada, die man hier zur Verfügung hat. Und wenn wir jetzt nochmal auf das Rote Meer zurückkommen, dann muss man sehen, dass das natürlich ein riesen strategisch entscheidender Bereich ist, den du nicht praktisch einer permanenten Aggression ausgesetzt sehen kannst. Also musst du letztendlich einen Privitivschlag machen, ob du willst oder nicht. Die Amerikaner werden es machen. Da bin ich relativ fest davon überzeugt. Zumal ohnehin die Weltwirtschaft, wenn wir den Daten von FedEx glauben können, in schwerem Fahrwasser ist. Die Aktie gestern -10%, nachdem die Zahlen deutlich enttäuscht haben, sowohl was die Trucking betrifft, als auch die Luftfracht betrifft. Also FedEx ist ja sozusagen ein Proxy auch ein Stück weit für die Weltwirtschaft. Alan Greenspan hat, wenn er praktisch zum Super Bowl gegangen ist oder zum Football gegangen ist, hat er oft den ehemaligen FedEx-Chef Frederick Smith getroffen und ihn immer gefragt, na, wie schaut es aus bei euch denn? Er hat erkannt, dass dieses Unternehmen so verästelt ist in den weltweiten Handelsströmen, dass da einiges davon zu erfahren ist. Also kein gutes Zeichen für die Weltwirtschaft, dass FedEx hier schlecht berichtet. Wir hatten ja schon von Reedereien wie Maersk durchaus enttäuschende Zahlen. Und jetzt kommt eben dieses Politische noch dazu. Der oberste Gerichtshof in Colorado hat beschlossen, dass Donald Trump dort bei den Vorwahlen nicht antreten darf. Gilt nur für Colorado. Aber hätte eine gewisse Signalwirkung. Gegen das Urteil wird jetzt Berufung natürlich eingelegt. Aber das ist schon eine Wiederverschärfung der innenpolitischen Situation. Trump dann mit der Antwort, eine von George Soros gesponserte linksextreme Gruppe mischt sich hier in die Wahlen ein. On behalf of crooked Joe Biden, also für den betrügerischen Joe Biden. Wir sehen also, wie hier die Rhetorik jetzt schon wieder aufflammt, wie hässlich diese ganze Geschichte werden wird. Soros funded, ja, da ist eine Organisation, hat hier offenkundig diesen Prozess angestoßen, der George Soros 1,5 Millionen Dollar gegeben hat. Aber da schwingt natürlich auch so ein antisemitisches Motiv immer mit. Soros funded. Das ist in rechten Kreisen immer so ein bisschen Weltverschwörung hier und Donald Trump dann auch mit Aussagen, dass er sagt, die Immigranten ruinieren Fabric of US, they are destroying the blood of our country, sie zerstören das Blut unseres Landes. Das sind natürlich Töne, die durchaus eine Eskalation auch der innenpolitischen Lage in den USA befürchten lassen. Dieses Schüren von Xenophobie, wenn man so will, gegen Hass gegen diese Immigranten, die zu Recht von vielen als Problem empfunden werden, weil sie zu viele sind, weil man sagt, wir können das nicht letztendlich stemmen, ist ja ähnlich wie in Deutschland, da muss man irgendwie ein vernünftiges Maß finden. Weder in Deutschland noch in den USA scheint das zu gelingen. Aber kommen wir nochmal zurück zu der Wahl in den USA und der Wirtschaft in den USA und der Fed. Denn wir haben ja diese seltsame Wende von Jerome Powell. Jetzt sehen wir, ich hatte es gestern gezeigt, die BIP-Schätzung der Real GDP-Tracker von der Atlanta Fed bei 2,7%. Und jetzt sagt für das vierte Quartal, und jetzt sagt Jerome Powell, ach, wir denken über Zinssenkungen nach, als wir bei 1,1% waren, also noch vor wenigen Wochen, da hatte Paul gesagt, nee, also die Zinsen werden länger hoch bleiben. Hier sehen wir Paul sein, wie auch immer, jedenfalls hat natürlich diese Aussage von Paul absolute Gier hervorrufen. Wir sehen 4 Great Index jetzt bei 79, wir haben 4 massive Inflows, Zuschflüsse in S&P 500, in das maßgebliche S&P 500 ETF am Freitag mit den höchsten jemals verzeichneten Inflows. Also da wird Geld reingesetzt, als gäbe es kein Morgen. Und hier auch interessant, fast alle erwarten fallende Anleiherenditen und sind offenkundig negativ für Rohstoffe eingestellt. Hier die Fundmanager so unterpositioniert in Rohstoffen wie seit 6,5 Jahren nicht mehr. Und hier fast oder 62% erwarten
tiefere Anleihekurse. In der Regel passiert dann jeweils das Gegenteil. Jetzt hat Bostik sich nochmal geäußert und die Aussagen von Jerome Powell nochmal relativiert, indem er gesagt hat, ich glaube an 2 Zinssenkungen gegen Ende des Jahres. Also im Umfeld der US-Wahl halte ich persönlich für total unwahrscheinlich. Er sagt, die Marktreaktion ist interessant. Wir werden mal sehen, wie das ausgeht. Aber die Fed wird nicht sofort springen bei dem ersten Data Point. Also wenn die nächsten Zahlen veröffentlicht werden. Inflation has a ways to go. Die wird also nicht ganz so schnell weggehen. Aber nicht schnell weggeht derzeit auch die Gier, die wir hier sehen. Hier mal Fear and Greed Index. Und da sehen wir, da sind wir schon ziemlich hoch. Und das sind jeweils die Bereiche, wo es dann gelegentlich mal schwierig wird. Mehr als 83% der Aktien sind über ihrem 100-Tages-Durchschnitt. Das hatten wir zweimal in diesem Jahr, jeweils an den Tops. Zuletzt im Juli sind den Russell 2000, ein Index, bei dem 40% der darin enthaltenen Unternehmen Verluste machen. Ist seit dem 29. Oktober 22% gestiegen. Große Rotation. Man kauft jetzt das, was eben schlecht gelaufen ist, mit der Aussicht auf sinkende Zinsen. 6 Zinssenkungen sind derzeit ja von den Märkten erwartet, laut Fed Fund Futures. Wir haben jetzt den Dow Jones, der den drittüberkauftesten Zustand in den letzten 23 Jahren erreicht hat. 9 Tage in Folge nach oben, dabei 5 Allzeithochs gemacht. Hier fragt sich dann jemand, habe ich mein Trading so stark verbessert oder geht einfach alles nach oben? Ja, ich glaube, letzteres ist der Fall. Wir sehen hier Extremwerte bei den Aktien, die 3 Monatshoch machen, die überkauft sind. Kurzfristig so Alfonso de Pablos ist das natürlich ein bisschen overdosed, aber an Selen ran, sagt er, ist das total bullish, ist das total positiv. Wir werden sehen auf der anderen Seite, und das ist das Interessante, wir haben gesehen, okay, es geht wahnsinnig viel Geld in den S&P 500, offenkundig auch in den Russell 2000, in diesen Nebenwerte, aber am Freitag hatten sind aus dem Triple Q, dem maßgeblichen ETF für den Nasdaq, massiv Gelder abgezogen worden. Größter One-Day-Outflow seit 2000, seit dem Jahr 2000, also seit 23 Jahren. Offenkundig diese gigantische Rotation, dass man sagt, naja, Tech hat ja super zugelegt, hat zwar gestern nochmal, hat der Nasdaq 100 ein neues Allzeithoch erreicht. Wie geht's weiter? Aber dennoch scheint hier diese Rotation der Fall zu sein. Jetzt sehen wir, dass Insider wie Mark Zuckerberg mal eben Aktien verkaufen, natürlich immer nur einen Bruchteil dessen, was sie haben, aber immerhin für 320 Millionen. Der denkt also auch, oh, könnte man mal ein bisschen was mitnehmen. Complacency is at a peak, also die Vertrauensseligkeit, die Euphorie ist an einem Peak. Wir haben eine ähnliche Struktur im WIX, wie wir das zuletzt hatten, als hier der Anstieg der Vola gekommen ist Ende September, als wir dann nochmal den Abverkauf bis Ende Oktober gesehen haben. Und das zu einem Zeitpunkt, als der größte Bär der Wall Street, nämlich Mike Wilson, umgesteuert hat und bullish wird für das Jahr 2024. Wenn wir mal nach Europa kommen, dann sehen wir hier mal europäische Aktien, die ja auch deutlich gestiegen sind, mit der Geldmenge M3 verglichen. Normalerweise läuft das relativ parallel. Jetzt ist die Geldmenge M3 abgestürzt. Auch einer der Gründe, warum der Wirtschaft vielleicht nicht so gut geht, während die Aktienmärkte weiter gestiegen sind. Wer hat recht? Wer wird sich da durchsetzen? Das gilt auch für die Frage Schuldenbremse. Ja, nein. Wir wissen ja, Marcello Fracciarino, einer meiner aller besten Freunde, der sagt, naja, kluge Schulden sind heute sind der Wohlstand von morgen. Er hält es für falsch, starr an der Schuldenbremse festzuhalten. Dass Sparen gut und Schulden schlecht sind, sei ein grundlegendes deutsches Missverständnis. Ja, das stimmt. Da, wo einer spart, muss ein anderer Schulden machen, sonst geht es nicht. Aber dennoch ist eben das, was die Koalition, die Ampelkoalition jetzt macht, faktisch eine totale Konjunkturbremse, weil sie die gesamte Belastung auf die Bevölkerung jetzt legt. Wir sehen, dass andere schon sparen. Sparhammer, wie die Bild hier titelt, bei VW. Man wird bis zu 10 Milliarden sparen bis 2026. Das ist ein Sinnbild dafür, wie es sozusagen stückweise jetzt bergab geht. Denn wer spart, der expandiert normalerweise nicht. Wir sehen rückläufige Erzeugerpreise heute gemeldet.
5 Monate jetzt in Folge, aber wir sehen auf der anderen Seite, wir hatten auch britische Verbraucherpreise heute niedriger als erwartet, aber wir sehen auf der anderen Seite, dass die Preiserwartungen wieder steigen, wie IFO heute meldet. Und zwar deshalb, weil die Firmen die höhere Kostenstrukturen jetzt wieder haben. Damit dürfte der Rückgang der Inflationsraten vorerst ins Stocken geraten, sagte IFO-Konjunkturchef Wollmershäuser. Die Notenbanken der jeweiligen Länder prognostizieren ja die Inflation und die Bundesbank hat prognostiziert, dass auch in 2025 die deutsche Inflation über 2% liegt. Und jetzt vor allem mit den Maßnahmen, die beschlossen wurden, hier Ticketpreise für Flüge werden angehoben, Wohnen wird teurer, Autofahren wird teurer, all das wird ein ziemlicher Boom und Bust werden nächstes Jahr, wenn dann die Inflation wieder massiv zuschlägt hierzulande. Also das wird eine harte Geschichte. Eine harte Geschichte ist auch das, was in China passiert. Die Immobilienkrise vernichtet im Grunde den Wohlstand der Mittelschicht im Land und das ist politisch sehr gefährlich für Xi Jinping und die Seinen, dessen Priorität ja nicht mehr Wirtschaft ist, sondern Kontrolle und die richtige Ideologie. Und das geht gerade richtig nach hinten los. Warum das für die Leute so ein Riesenproblem ist, lesen Sie in diesem hochinteressanten Artikel, kann ich nur jedem empfehlen. Erste Empfehlung und die zweite Empfehlung. Ja, erst Allzeithoch, dann Absturzgefahr. Der S&P 500 ja als einziger der großen Indizes gestern oder bislang kein neues Allzeithoch. Das liegt bei 4.800 Punkten. Da ist er noch nicht dran gelaufen. Also werden wir noch ein Allzeithoch sehen und dann kommt ein Absturz? Fragezeichen. China unter dieser Artikel. Das empfehle ich jetzt und sage erst einmal Servus. Ciao.